Was ist das denn für ein Vieh? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Qualmbolzen, Qualmbolzen, Brandbolzen, 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 Brandbolzen. Oh, 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 oh. Shut up, John. Willkommen zurück zur 10. Folge. Ja, 10. Folge von The Evil Within. Ja, ich muss da mal ganz kurz was holen. So, eine Freundin meinte, dass ich mir mal ein Kuscheltier ranholen soll, damit das nicht mehr so gruselig ist. Das werde ich jetzt auch tun. Einmal hier. So, stelle ich jetzt dahin, dann habe ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Angst. Und weiter geht's. Letztes Mal haben wir ja das Kettensägen-Massaker überlebt, wieder mal mit dem hässlichen Spassen, der uns am Anfang begleitet hat. Am Ende der letzten Folge begleitet hat. Und ich glaube, dieses Mal, ja genau, wir waren wieder bei der Alten und haben hier gespeichert. Dann gehen wir doch jetzt mal wieder in den Spiegel und machen weiter. So. Ich weiß nicht, haben wir noch eine Heilung? Ne, wir haben gar nichts mehr. Gut, dann Tür. Huch! Tür auf. Nein. Wir haben komplett keine Steuerung um Bolzen herzustellen. Wie viele Teile habe ich alle? Ah! Okay, das verstehe ich erst jetzt. Wir können mit den Technikteilen, die wir einsammeln, mit denen können wir die verschiedenen Bolzen herstellen. Das wusste ich gar nicht. Alter, vielleicht sollte ich mir... Hätte ich mir das doch mal angucken oder durchlesen sollen, aber hier liegt bestimmt irgendwas da. Und einmal hier rum und da leben. Die nehme ich jetzt mal gleich direkt. So. Alter, ich will nicht wissen, was das ist. Wo ist der Explosionsbolzen? Hä? Egal, Harpune. Oh, da kommt bestimmt gleich was raus. Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Oh, jetzt dreht er wieder durch. Ne? Doch. Halt euch. Ist nicht mehr weit. Hauen. Yeah. Oh Mann, wenn ich schon nicht laufen kann, dann weiß ich, dass jetzt gleich irgendwas passiert. Das ist doch klar, dass irgendwas passiert. Oh mein Gott. Und die Dinger da oben machen wir auch. Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine. Wow. Wie kann man denn nur so ein Vollidiot sein? Joseph. Ja, wie soll ich denn jetzt darüber kommen? Oh, da ist was. Ist das Sniper-Munition? Ja. So, oh, ich bin noch im Teamspeak, merke ich gerade. So, ich denke mal. Eins ist tot und zwei ist tot. Ne, der lebt noch. Alles Steh klar? auf. Na, natürlich, alles super. Mir geht's gut, keine Sorge.
Und wie komme ich jetzt darüber? Ach, es geht noch weiter. Kann ich ranzoomen? Okay. Ach, der haut mir das Ding da. Ah, das ist aber auch ein bisschen komisch, wenn ich diese drei Schüsse da verkackt hätte. Dann hätte ich ja, wäre er gestorben. Du hättest sie einfach lassen sollen. Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist meine Freunde drehen auch durch. Was soll der Scheiß? Jetzt drehen sie hier alle richtig am Rad. Hui, ja. Kollege Helm, komm schon. So viel zum Thema, das sind nur zwei, die packen wir. Aber hey, die Brücke ist doch kaputt. Gib mir Deckung, gehen wir. Wieso machen... Komm. Oh. Okay. Oh, da ist noch was. Oh, das war Dynamit. Okay, dann nehmen wir jetzt doch mal unsere... Oh, unser Sniper. So. Ey, ich will hier durch. Gut, dann kann ich das noch nicht. Nein. Harpunbolzen war, glaube ich, ganz gut. Digga. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wie viel Dynamit haben die denn, Mann? Oh Mann. Ja. Gut, also er macht jetzt das Ding hoch, während ich mich um die hässlichen Mongos kümmere. Gib mir Deckung. Gehen wir. Jaja, ich gebe dir Deckung, aber nur wenn ich mein Snipergewehr wieder raushole. Liegt hier noch irgendwo. Oh, da liegt was. Oh, eine Harpune. Oh, das war so klar, das war so klar, dass ich den ersten verkacke, ne? Oh, Dynamit. Gut. Wo liegt jetzt die Axt? Da ist die Axt. Oh, die haben so viel Dynamit. Komm schon, geheilt. Noch mehr Dynamit. Mann! Das gibt's doch nicht, euer... Gut. Wir brauchen eine neue Taktik. Ich weiß nicht, haben die alle eine Stange Dynamit oder sind die völlig behindert im Kopf? Ja, komm, wir gehen, der Kugel. Das ist mir doch scheißegal. So. Du bist tot. Oh, was? Du bist nicht tot. Wow. Marcel, bitte. Please. Ich habe einfach keine Munition mehr. Das ist ultra asozial. Wo kommt denn das ganze Dynamit her? Ach, der! So. Piss dich. Oh, auch noch daneben. So. Achso, jetzt hat er es geschafft. Gut. Habe ich die Munition wenigstens aufgehoben? Oh mein Gott. Habe ich... Nee, habe ich nicht mehr aufgehoben. Gut. Ich...
Ich. Ja. So, jetzt warte ich mal ganz kurz, damit sich mein Leben wieder auf die Punkt. Auf den Strich da maximiert. Zack, zack, zack. So, jetzt wird die Heilung benutzt. Ich hab dazugelernt. Ja, haben wir jetzt alles nicht mehr. Brennbolzen, Harpune brauchen wir. So. Dann würde ich mal sagen. Also ich finde es nicht mehr so gruselig, weil es wenigstens am Tag ist. Also in der Nacht war es ja immer. Oder wenn es dunkel ist, hat man ja immer mehr Angst, als wenn man alles sehen kann. Oh, Shotgun. So, hier ist noch ein Fass. Schade. Ah, Kisten. Ich glaube, ich kann hier mal ein bisschen was zusammenfahren, oder? So, du wirst auch noch kaputt gemacht, aber da ist nichts hinter. Zack. Zack. Sieht nach einem Marktplatz aus. Sieht verlassen aus, so wie alles hier. Ja. Wir sollten weitergehen. Als ob der verlassen ist, mein Freund. Hier kommen gleich 200 Zombies um die Ecke, ich schwöre es euch. Oh Mann, leer das da halten. Zack. Das haben wir. Was haben wir da gerade eingesammelt? Gut, davon laden wir noch zwei nach. Das gleich nicht machen, das. Da können wir die noch nachladen. So. Den laden wir nach. Okay, davon haben wir überall noch alles. Erste Hilfekoffer war da drin, cool. Na, doch bleiben wir da. Bei so. Na, 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 na. Also, ich hoffe, hier gibt es richtig schön viel zum Farmen. Weil wir haben wirklich gar nichts mehr. Null, nada, niet. Nichts mehr von dem, was wir anfangs mal hatten, ey. Obwohl, ich glaube, ich hatte noch nie wirklich viel. Noch mehr Revolver. Hier kann man auch echt alles kaputt machen. Aber ich... Mann, das sieht so aus wie so ein ekelhafter Bossfight hier. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir jetzt gleich alles zusammensuche, sterbe ich gleich. Und dann, ja, oh. Da. So, und hier, und da. Vater war ein unnachgiebiger Mann. Stolz und, wie ich dachte, intelligent. Aber er war auch fromm. Ein Mann des Glaubens. Er hat die Kirche stets unterstützt, egal was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ihnen wurde Erlösung und ewiges Leben versprochen. Doch sie kann ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Nein, 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 C, C, C. Ja, ja, ja. Schön. Ja, dann du dachtest, dass dein Vater intelligent ist, aber dein Vater ist nicht intelligent. Dein Vater ist... Nein. So. Das ist der... Von allem ist es der zweite... erste Hilfekoffer, den wir überhaupt haben. Also, Respekt. Du hast ja richtig viele erste Hilfekoffer. Also entweder bin ich einfach nur zu blöd, alle zu finden, oder es gibt wirklich nur so extrem wenig. Huch. Da. So. Oh, da kommt gleich irgendwas aus der Tür gesprungen. Dieser Marktplatz kann nichts Gutes bedeuten. Oh, hier passiert doch gleich irgendwas, Mann. Das ist doch klar. Warte, das ist wahrscheinlich... Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen. Also ich denke mal, dass wir gleich unseren Freund erledigen müssen.
Dass der irgendwie zu so einem super, ultra, mega Zombie mutiert und dann wird das der Bossfight von ihm. Das sieht irgendwie schon so aus. Es gab schon genug Anleitungen dafür. Ah, ich hatte recht, glaube ich. Lass uns hier kurz verstecken. Mein Kollege ist doch durch, den kann ich nicht mehr retten. Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall. Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Okay. Yummy, 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 yummy. Folterinstrumente. Oh, was ist das? Leertaste nehmen. Ein Kartenfragment. Okay. Es geht weiter. Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Irgendein Kult. Okay. Hier kann ich die Schublade öffnen. Oh, noch mehr Streichhölzer. Können wir nicht nehmen. Gut. Mir geht's gut. Ich würde aber gerne in den Spiegel hier. Ich erschrecke mich jedes Mal bei diesem scheiß Spiegel. Gut, dann gehen wir nochmal in die Hölle. In den Spiegel. Und. Okay, nochmal gucke ich mir diese scheiß-Kack-Pissbilder nicht an, Alter. Nie wieder. Ich hatte so Panik, nachdem ich letztes Mal dieses Bild da gesehen habe. Eine der gruseligsten Szenen im ganzen Spiel. Ganz ehrlich. So, jetzt graden wir nochmal wieder alles ab und dann geht's, glaube ich, mal wieder ein riesengroßes Gemetzel. Habe ich so im Gefühl. 4100. Ich glaube, maximales Leben schaffe ich 10.000. Sprintdauer, Nahkampfschaden, Spitzenwirkung. Doch, ich glaube. Können wir so lassen. So, einmal speichern, bitte. Einmal speichern. Überschreiben. Also Kapitel 6, muss ich sagen, geht sehr, sehr lang. So, und zurück in die Realität. Lol. Hä? Oh, ich will nicht raus zu den Zombies. Die sind da drüben. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Warum muss er eigentlich immer alles allein machen? Das hat ihn schon mal in die Scheiß, ins Scheiß Verderben gestürzt. Alles klar? Ja. Jetzt leitet er mich wahrscheinlich durch dieses Labyrinth. Nee. Hey, da ist sie. Und Hey, Leslie. da ist Leslie! Kidman. Wer Da ist ist noch bei Kidman. dir? Allein. Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich gebe dir Deckung. Oh, jetzt muss ich mich durch die Zombies.
Zombies schleichen. Deckung, sie schießen. Wow, dann gib mir auch Deckung, du hässlicher Vollspast. Töte ihn! Muss ich das selbst machen? Achso, nee, jetzt hat er ihn getötet. Gut. Dann kann ich ja doch die Pistole nehmen. Oh. Oh! Hä? Lauf doch, lauf doch! Kannst du nicht sprinten? So. Du stirbst. Jetzt. Gollum. Gollum, Gollum, Gollum. So. Ich kann im Wasser nicht sprinten, okay. Glibbery dibbery. Glibbery dibbery dibbery. So, oh, wenn ich hier durchgehe, gibt's kein Zurück. Wirklich. So, noch mehr Munition. No, mehr Shotgun-Munition habe ich nicht. Kann ich nicht haben. Komm noch. Warum muss er eigentlich alles vormachen? Kann er das nicht selbst? Oder ist dahinter jemand? Oh, bitte nicht! Ach du Scheiße! Was ist das denn für ein Vieh? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Qualmbolzen, Qualmbolzen, Brandbolzen, 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 Brandbolzen. Oh, 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 oh! Explosivbolzen. Oh mein Gott. Oh shit. Magnum Munition. Das juckt die nicht. Das juckt sie nicht, das juckt sie nicht. Das juckt sie nicht. Oh, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Renn, 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 renn. Ich muss die irgendwie besiegen können. Brandbolzen da. Steuerung, Steuerung. So. Hä? Oh Leute. Weißt du, dann sind das auch noch gleich zwei von diesen Typen, ey. Oh. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben gar nichts mehr. Super. Geh weg. Geh weg. Oh shit. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Oh, hier ist gar nichts. Okay, 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 okay. Was haben wir hier noch? Oh. Hä? Hey, sie sind tot. Yay. Sackgasse. Was für Viecher, ey. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Hier lang. Boah. Was für Viecher. Haben mich einfach mal alles gekostet, was ich hatte. Brenn! So. Wie war das jetzt mit Pferdestatue? Ach, da hinten. Oh, da ist auch noch was. Oh, die hätte ich vielleicht auch noch gebrauchen können. Was hat er immer für Probleme? Oh. Notiz vom Friedhof.
Walt. Ich bin losgegangen, um Donna zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht, bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie dazu bringen. Ich werde sie zurückbringen. Da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Okay. Ich hab den schlauesten Kumpel der Welt. Er ist Bombenentschärfer, Rätsellöser und... Oh nö. Ja, schon klar, dass es das Loch ist, aber... Also, das war mir schon bewusst. Oh, seit wann ist die Tür hier auf, Bro? Broline? Aber egal, dann können wir ja nochmal kurz was upgraden. Wir haben ja eh gerade irgendwie 8000. Ja. 8000! Fitness. Da ist alles zu teuer. Da brauchen wir auch nichts. Nahkampfschaden, nö. Die Qualen, Armbrust, Spanngeschwindigkeit. Die können wir mal erhöhen. Die Reichweite. Nee. Huch. Der Revolver. Nee, ich würde mal die Shotgun können wir noch mal ein bisschen upgraden. Feuerrate, komm. Kritisch. Zack, und irgendwas noch. Hier die Feuerrate vom Sniper auch noch. So. Und wie geht's wieder zurück? Warum auch immer wir hier hingekommen sind. Nein, 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 nein. Ah, ich wollte speichern. Ist okay? Kleinen Moment. Egal. Mach dir was geht ab, Bruder? Oh, da sind welche drin? Läuft bei dir. Oh man, jetzt ist... Weißt du, eben war es die ganze Zeit so schön hell und ich habe mich so sicher gefühlt und da waren nur diese hässlichen großen Viecher, die versucht haben, mich zu töten. Jetzt ist es dunkel und hier sind überall Menschen in Säcken, ey. Oh. Ja, genau. Was geht hier ab? Oh, jetzt müssen wir nicht ernsthaft so ein Rätsel lösen, oder? Oh, Leertaste nehmen. Ach, benutzen. Drei, fünf, neun, sieben? Neun. Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie. Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. 3, 5, 9, 7. Okay. Also, er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Also müssen wir... Wenn ich da jetzt reingehen würde, würde ich sozusagen sterben. Also müsste hier 9 draufstehen. Also hier ist die 9. Hier ist die... So, 3, 5, 9, 7. Hier steht gar nichts drauf. Können wir denn hier durchgehen? Okay. 3, 5. Jetzt brauchen wir das, brauchen wir jetzt die 5? 7. Benutzen. Wir sollten uns hier etwas länger umsehen. Okay. Also, sind hier noch. Hier kann ich nichts nehmen. Bruder, du siehst ein bisschen kaputt aus. Also, ich kann mir jetzt nicht richtig vorstellen, was ich hier machen muss.
Ich würde jetzt eigentlich theoretisch noch sagen, der hier kommt noch runter. Der andere ist ja eh kaputt. So. Drei, fünf, neun und sieben ist oben. Jetzt müsste das richtig sein. Oh yeah, bitch. Lauf. Was ist das? Sind das... Ist das ein... Und ihr wollt jetzt ernsthaft, dass ich da reingehe? Ist das... Also ihr wollt ernsthaft, dass ich... Ernsthaft? Digga, ich gehe doch nicht in so einen Gedärmenaufzug. Der Aufzug hat Gefühle. Das ist eine Hand und... Das ist noch... Igitt. Und bäh. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, beende ich diese Folge hier. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut doch mal bei meinem Kanal vorbei. Vielleicht, da findet ihr auf jeden Fall noch die anderen Teile von The Evil Within. Und ja, teilt dieses Video doch oder fügt es zu euren Favoriten hinzu. Gebt ihm vielleicht einen Daumen hoch. Wäre vielleicht auch schön. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffeln.